Ein herzliches Willkommen zu einem Part von Hey Day Derby Rückblick. Wir blicken aufs vergangene Mystery Derby zurück und gucken uns die Ergebnisse der einzelnen Gemeinschaften an und wie sie abgeschnitten haben. Ja, wir fangen bei der dritten Gemeinschaft an. Zu dem Mystery Derby gibt es auch einen Let's Fun Part, der kommt Donnerstag. Da könnt ihr euch schon mal sehr drauf freuen, welche Aufgaben ich hatte und wie es so gelaufen ist. Ja, Moment. Das ist, Jetzt bin ich gerade verwirrt. Ach so, oh. Bei der zweiten. Okay, warte mal. Also das schneide ich definitiv nicht raus. Das ist mir noch nie passiert. Das ist mir wirklich in den ganzen Derby-Rückblick noch nie passiert, dass ich mit einer anderen auf einem anderen Account erst war. Ja, wir fangen mit der dritten an. Wie gesagt, zweiter Platz, 37.200 Punkte. Hat nicht viel gefehlt für den ersten. Zweiter Platz, sehr gut. Gucken wir uns die Einzelergebnisse an. Bin gespannt. Vinci 3-2, Chrissy 3-6, Maxis 3-6, genauso wie Rosa Panther, Marzos, Raul, Gamerkatze 4000, genauso wie Jonas, ich und Sanjo und Melli. Ja, sehr gutes Derby, zweiter Platz. Bin ich mir sehr zufrieden mit, wirklich. Es war, sehr erfolgreich. Dafür, dass Mystery ist immer so, ja, so ein Glücksspiel. Man weiß ja nie, was kommt und, ja, 170 gewinnt. Wer hat hier 170 gehabt? Mefa, Glückwunsch zur Spendenkönigin dieser Woche. Auf zur zweiten, jetzt aber wirklich. Ja, da haben wir auch gerade das Foreshadowing schon gesehen. Wir sind siebter geworden, 34.400 Punkte. Und ja, gutes Mittelfeld, starke Gegner gehabt. Gucken wir uns mal die Einzelergebnisse an, was da los war. Etwas flauschiges 1-2. Ich glaube, er hatte richtig, richtig Pech, wird mir mitgeteilt. Hackies 3-6, genauso wie Luki, Lily Eve, Rexberry, Michelle, Respawn, Monika. Nico 4.000, genauso wie Vlad, ja, das ist doch ein sehr gutes Derby gewesen. Schade, dass nur für den vierten, für den siebten gereicht hat. Ja, beim nächsten Mal ist das bestimmt wieder besser. Okay, gucken wir uns die Spendenliste an, die auch sehr, sehr gut ist. Hier haben wir 81 schon, damit geht schon los, das ist schon wieder ein sehr gutes Zeichen. 81. Ich muss die dann mal wiederfinden, das ist... Ah da, Inks, Glückwunsch zur Spendenkönigin dieser Woche. Nice. Okay, wir gehen zur ersten. Let's go. Da sind wir doch schon. Und wie angekündigt, oder wie eben am Anfang schon gesagt, habe ich auch mitgespielt. Das nächste Derby spiele ich nicht mit. Aber, ja, erster Platz. Richtig, richtig gut. Wir waren echt lange vorne. Dann kam so eine Downtime, sag ich mal, wo die letzten noch die letzten Aufgaben machen mussten, wo dann der zweite aufgeholt hat. Aber dann haben wir noch die Zielgerade beendet und sind dann noch erster geblieben. Sehr spannend, sehr gut. Und, ja, holen wir uns die Belohnung ab. Nehmen wir Käse, nehmen wir, komm, wir nehmen mal die Deko, was auch immer, Brett, Schindel, Brett, nee, oh, was für eine Kackbelohnung, ich muss einmal mischen. Was für scheiß Belohnung. Habt ihr auch so einen Mist bekommen? Das ist ja grauenhaft, das ist ja echt grauenhaft, da rackert man sich ab. Für die ganzen Aufgaben und dann kriegt man so eine Kackbelohnung. Einfach ein Trauerspiel. Ein Trauerspiel. 895 ist da. Das ist sehr, sehr weit oben. Das ist echt cool. Top 1000. Geil. Ich guck nochmal. Wer war da gerade? So bei uns in der Nähe. Aha. Top 1000. Geil. Okay, gucken wir uns die Einzelergebnisse an. Ja. Jeder 4000. Jan, Blue Diamond, David, ich, Lia, Lilly, Dennis, Puber, Sanjo und Maui. Sehr schönes Derby. Bin sehr begeistert. Spendenliste. Ja, 87, Jan. Glückwunsch zum Spendenkönig dieser Woche. In der ersten. Meine Stimme lässt nach, hat er gemerkt, ey. So. Ja, Glückwunsch. Ja, schöne Derbys. Erster Platz, siebter Platz und zweiter Platz. Bin sehr zufrieden damit und... Gemeinschaften sind auch sehr aktiv, also wenn ihr in der Gemeinschaft so kommt, gerne rein. Ab Level 50 könnt ihr euch eine Gemeinschaft, also nicht aussuchen, aber ab Level 50 dürft ihr rein. Ja, danke fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag und Donnerstag kommt dann der Part zum Überraschungsderby dazu. Wünsche euch einen schönen Tag, wie gesagt, haut rein und ciao! To protect your soul.